Ernsthaft jetzt? Was denn? Hast du es wirklich gemacht? Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss heute etwas erledigen, denn Daniels Mutter hat mich um etwas gebeten. Und zwar soll ich ihr eine Jacke besorgen und ein Pullover. Im Aldi-Prospekt gibt es zurzeit nämlich Winterklamotten und sie hat mir ein Foto geschickt. Und zwar soll ich ihr einmal diese Jacke hier besorgen in dieser Farbe mit Gürtel, ebenfalls diesen Pulli oder diesen oder diesen oder diesen. Sie meinte halt, ich sollte vor Ort gucken, welcher am schönsten ist. Und deswegen nehme ich euch jetzt natürlich mit. Freunde, ich habe jetzt eben die Kamera gewechselt, denn ich ziehe gerade die Dateien von der großen Kamera auf den Rechner. Aber wollte euch trotzdem was zeigen, denn ihr habt es gesehen, ich war ganz kurz beim Aldi. Habe leider tatsächlich nicht das gefunden, was Daniels Mutter haben wollte. Beim ersten Aldi, wo ich war, ich habe tatsächlich zwei Aldis abgeklappert, weil ich mir dachte, nee, das kann nicht sein. Beim ersten Aldi waren alle Jacken vergriffen. Da habe ich nur den Pulli geholt, den sie haben wollte. Beziehungsweise ich habe ihr dann einen ausgesucht, den ich halt besonders schön fand. Dann war ich beim zweiten Aldi und dort gab es tatsächlich nur noch khaki-grüne Jacken. Also ich stehe auf khaki-grün, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ihr das gefällt, aber ich habe ihr dann trotzdem eine mitgebracht, weil sie wollte ja unbedingt eine mit einem Gürtel haben. Ja, und die einzige Jacke mit Gürtel war eben in khaki, deswegen habe ich ihr die mitgenommen. Und als ich mich dann an eine Kasse angestellt hatte, war das so, dass vorher eine Frau eine schwarze Jacke zurückgegeben hat. So dass ich mir dann dachte, hey, dann nimmst du ihr die auch noch mit, dann kann sie sich zumindest entscheiden und dann, falls ihr eine nicht gefällt oder falls ihr beide nicht gefallen, dann wieder umtauschen. Weil sie meinte, wenn es blau nicht gibt, dann hätte sie gerne schwarz. Ist halt alles nicht so, wie sie es tatsächlich wollte. Aber ich meine, immerhin besser als gar nichts und dann kann sie ja mal gucken, ob sie ihr gefällt oder nicht. Ich habe die Jacken bzw. die Sachen, die ich ihr gekauft habe, allerdings jetzt im Auto gelassen, weil wir später sowieso zu denen fahren. Und dann wird es sich nicht lohnen, diese riesen Tüten hier nach oben zu schleppen und dann wieder runter zu schleppen. Deswegen habe ich es gleich unten gelassen. Aber ich habe mir gedacht, wenn du schon mal da bist, dann holst du die Sachen, die bei euch zu Hause fehlen. Ich habe Brot gekauft, Toast, Butter und einmal handgemachter Hinterschinken im Ofen gebacken. Dann habe ich für mich, darauf hatte mich Daniels Mutter außerdem auch aufmerksam gemacht, weil ich ihr erzählt hatte, dass ich auf der Suche bin nach Thermostrumpfhosen. Ich hatte ja jetzt eine gekauft, als ich mit Romina und Daniel in Hagen war, bei Family für, lass mich nicht lügen, 5 oder 6,99 Euro. Bei meinem Glück gab es dann tatsächlich Thermostrumpfhosen beim Aldi für 2,99 Euro. Ja, hätte ich dann mal gleich reingeguckt. Dann hätte ich auf jeden Fall die Hälfte sparen können. Ich habe dann einmal die hier mitgenommen. Ich habe mich da so durchgewühlt. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich wirklich im Korb drin war, weil ich mir dachte so, boah, Mist, wo ist meine Größe? Dann habe ich dann nochmal, die gab es dann da auch, Thermo-Knie-Strümpfe. Ich bin ja so eine Frostbeule. Und wollte ich eigentlich gar nicht kaufen, weil ich mir denke, nee, ist ja so, ich bin ja in einer Beziehung, ne? Und das Problem ist ja in einer Beziehung, dass man alles zweimal kaufen muss, wie auch Bettwäsche. Früher bei meinen Eltern hat man sich einmal Bettwäsche geholt und dann war gut. Muss ich natürlich das Doppelte ausgeben, ne? Weil ich kann ja nicht nur mir Bettwäsche kaufen, dann muss ich dann natürlich auch mitkaufen. So, da gab es Bettwäsche, die ich bereits im Prospekt entdeckt hatte heute Morgen und die ich auch sehr schön fand. Und ich dachte, okay. Ich kann mir aber nie wirklich was darunter vorstellen, wie sich das anfühlt, weil da stand Winterjersey. Daniel und ich haben nur glatte bzw. kalte Bettwäsche. Wir haben nichts irgendwie, dieses Biber oder wie das da heißt, das kann ich auch überhaupt nicht ab. Ich hatte mir das mal zu Weihnachten gewünscht von meinen Eltern. Natürlich nicht in der Farbe, in der ich es haben wollte. Meine Mama hat mir nämlich was Lilanes geholt. Das Schlafzimmer in der Wohnung in Köln war ja auch schon grau, also so wie es hier auch ist. Ich bin dann immer so ein bisschen pingelig und möchte dann halt auch die Bettwäschefarben zur Wand haben. Das ist halt so ein Tick von mir. Beim Lidl war es dann so, dass es hier so einen Tester gab. Hier so, dass man so fühlen konnte. Und das ist halt Winterjersey. Das ist halt wie, es ist halt weich. Wie so eine Art T-Shirt-Stoff kann man sich das vorstellen, aber halt weicher. Nicht so krass wie diese Biber-Bettwäsche, weil wie gesagt, das kann ich ja überhaupt nicht ab. Und dann stand ich da wirklich vor, nimmst du das jetzt mit, nimmst du das nicht mit? Das sind immerhin zusammen 40 Euro. Ich dachte, ah, gut, weil, boah, letzte Nacht, ich habe so gefroren. Ich habe so gefroren und es wurde einfach nicht warm im Bett. Und dann dachte ich mir, komm, bevor du diese Nacht wieder so blöd pennst,
Kauf das, schmeiß es gleich in die Wäsche, anschließend in den Trockner mit schön viel Weichspüler. Also natürlich nicht im Trockner mit Weichspüler, sondern in der Waschmaschine mit Weichspüler. Mal schauen. Ich muss mich jetzt an den Rechner setzen, damit ihr euren Vlog bekommt. Ich muss mich auch noch an Sandy Dynamite setzen, weil ihr merkt es, also jetzt, ich bin mega stolz auf mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch stolz auf mich seid. Ich habe ja zum Beispiel letzte Woche komplett durchgezogen. Wir haben es auch hingekriegt und auch mit dem Internet und musste halt dafür halt viel, viel eher aufstehen. Aber besser so, als dass kein Vlog kommt. Und ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr stolz auf mich seid, das unten in die Kommentare schreiben, weil ich es geschafft habe. Ich weiß, ja, die anderen YouTuber schaffen es auch. Ja, aber bei uns ist es zurzeit nicht typisch, deswegen bin ich stolz auf mich. So, und ich muss es jetzt nur noch auf die Reihe kriegen, dass Sandy Dynamite auch wieder Videos online kam. Ich habe so viel vorgedreht, aber ich komme nicht dazu, die Videos zu schneiden. Ja, wie auch immer. So, Freunde, erstmal schneiden. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Und ich habe eine richtig gute Nachricht. Ich darf Papa jetzt abholen. Was ich euch nicht erzählt hatte, ich war bereits heute Morgen bei Papa im Krankenhaus. Das Ding war allerdings, dass er dann doch noch nicht gehen konnte, weil eigentlich hieß es, ich dürfte ihn heute Morgen abholen. Aber irgendwas, da wurden dann noch Tests gemacht, dann hat er so eine Creme aufs Ohr bekommen, damit das Ohr so heiß wird. Dann wurde da, glaube ich, irgendwie Blut entnommen, wie auch immer. Und er musste jetzt halt noch warten, weil auch irgendwelche Papiere noch nicht fertig waren. Ja, und da ich halt der Mutter von Daniel versprochen hatte, halt die Jacken zu besorgen, habe ich ihn darum gebeten, mich anzurufen, wenn er abhauen kann. Zwischenzeit, wie gesagt, dann bin ich einmal noch mal kurz nach Hause geflitzt, weil ich nämlich aufs Klo musste. Bin dann direkt anschließend halt dann zum Aldi gefahren, um die Sachen zu besorgen. Ja, jetzt habe ich ja schon ein bisschen geschnitten, bin allerdings noch nicht fertig. Das heißt, ich muss mich jetzt halt mega beeilen, damit ihr einen Vlog bekommt. Ja, wie gesagt, ich darf Papa jetzt abholen. Das macht mich jetzt gerade wirklich glücklich, weil was gibt es Schöneres, als jemanden aus dem Krankenhaus abzuholen und zu wissen, okay, ihm geht's wieder gut. Danke, lieber Gott. Letztes Jahr war es ja so, dass Papa am 6.12. ins Krankenhaus kam, also tatsächlich an Nikolaus. Und das war halt auch im selben Krankenhaus, weil ich hatte euch ja mal ein ausführliches Video auf Sandy Dynamite dazu gedreht. Papa hatte ja letztes Jahr Verdacht auf Lungenkrebs. War keine schöne Zeit. Aber ich freue mich jetzt gerade sehr, dass ich ihn endlich abholen kann. Und dann bringe ich ihn nach Hause. Dann muss ich halt auch wieder ganz schnell nach Hause, damit ich schneiden kann. Der Vlog ist endlich fertig, also der rennt jetzt gerade raus. Ich muss den anschließend natürlich hochladen. Ihr merkt es ist mittlerweile schon etwas später. Aber ihr habt es ja mitbekommen mit der Bettwäsche, die habe ich jetzt gewaschen. Daniel hat sie gerade aus dem Trockner geholt und ich habe bereits mein Kissen bezogen. Und es ist so schön weich. Ich freue mich schon richtig aufs Bett. Jetzt müssen dementsprechend noch die Decken bezogen werden. Und das Kissen, und das mache ich jetzt. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Ich finde die Seite irgendwie cool. Warum liegt die eigentlich auf der Seite? Weiß ich nicht. Ab 1.1. liege ich hier. Warum das denn? Warum das denn? Weil ich ja neue Bettseite, das gehört jetzt so. Nein. Doch? Nein. Arm drücken, Digga, wie nackt ich die Seite? Wieso? Was ist an einer Seite so besonders? Weiß ich doch nicht. Ja. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. So schaut die Bettwäsche aus. Ist die nicht schön? Also klar, es ist halt eine Weihnachtsbettwäsche. Aber ich meine, selbst wenn Weihnachten rum ist, kann man die trotzdem noch drauf haben. Ich meine, warm ist sie. Die ist auf jeden Fall richtig flauschig, aber nicht so krass, wie ich schon sagte, mit dieser Biber-Bettwäsche, sondern das ist halt Winter-Jersey. Und es ist halt ja schön kuschelig, aber halt nicht allzu krass, weil ich sonst nicht darin schlafen kann. Und ja, das Bett ist jetzt nicht gemacht. Daniel hat sich gerade schon Probe gelegen. Das tue ich jetzt auch einmal kurz. Oh, ist das schön.
Ich packe da auch immer so die doppelte Ladung Weichspüle rein, damit das so richtig gut riecht. Oh, die ist richtig gemütlich. Ich freue mich aufs Bett. Ich bin auch schon total kaputt. Aber nein, wir müssen gleich zu Daniels Eltern. Die machen nämlich was zu essen und ich muss auch der Mutter von Daniel noch die Jacken geben und den Pulli. Eigentlich wollte ich danach noch zu einer Freundin nach Dortmund fahren, aber ich glaube, ich schaffe das heute einfach nicht. Ding ist halt auch, wir wollten ihren Weihnachtsbaum schmücken, aber es sind noch zwei weitere. Und deswegen denke ich, es ist nicht allzu schlimm. Also ich mache das dann nicht alleine. Ich würde super gerne, aber ich noch dahin fahren und dann da bleiben und dann wieder zurück. Ich glaube, dann penne ich unterwegs ein. Das kann ich nicht. Ich war ja heute schon um, wie viel Uhr war ich wach? 4:30. Ja, läuft bei mir. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Deswegen hoffe ich, dass ich in der Bettwäsche besser schlafen kann. Ich muss jetzt noch das Thumbnail bearbeiten. Ich muss noch die Infobox machen. Und alles, was dazugehört. Und dann ziehen wir auch schon los. Oh, schön. Ich frage wegen meinen Haaren. Ich war vorhin duschen. Ich habe hier ein Ding in der Hand, was man an die Türen klebt. Da wir relativ viel Luft hier im Wohnzimmer unter der Tür haben und ich ja momentan so ein bisschen auf Energiesparen bin, habe ich mal so ein Ding gekauft. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich gerade solche Kratzer da reinmache. Das hat den Grund, mein Klebeband hält da nicht drauf, was ich habe. Das doppelseitige Klebeband. Und jetzt mache ich da einfach Macken rein und Kratzer rein, damit die Oberfläche ein bisschen rauer wird. In der Hoffnung, dass es gleich besser hält. So, jetzt kommt ein doppelseitiges Klebeband runter. So, wir hatten nämlich sonst, wenn man so im Flur Licht angemacht hat und sich dann hier auf dem Boden gelegt hat, konnte man komplett durchgucken. Und jetzt ist es schön zu. Na, seht ihr das? Vorher war halt hier so ein bisschen Licht, was durchgeschieden ist. Durchgeschieden, ja. Warte, ich mach mal scharf. Vorhin das Licht noch sehen und jetzt ist es weg. Bin gespannt, ob es jetzt hält und ob es dadurch irgendwie besser geworden ist. Und dann schauen wir einfach mal. Ansonsten machen wir es hier in der Wohn- und Eingangstür auch noch. Weil das zieht auch ein bisschen durch. Sonst erst mal gucken, ob es hält. So, Daniels Mutti hat lecker gekocht. Rouladen, Kartoffeln und Rotkohl. Und Daniel hat natürlich keinen Rotkohl genommen. Wieso? Aber Rouladen. Wieso? Wenn du mich noch einmal wieso fragst. Wieso? Stehst du jetzt auf der Couch? Ne, egal, ich nehme die Bettwäsche mit. Nee, gar nicht. Piep, piep, piep. Wir haben es auch lieb. Guten. Uno. Riech ich das richtig? Was? Okay. Oder riecht das dann? Ich dachte... Ach, was? Es kam aus einer anderen Öffnung. Riecht das heute nach Pups oder was? Ja, Chips riechen nach Pups. Freunde, wir haben 18.50 Uhr. Vor 50 Minuten ist der Vlog online gegangen und beide liegen im Bett. Ich muss mich noch abschminken, aber... Die Bettwäsche ist so geil. Wenn du so dreckige Finger hattest, machst du, die sind sauber. Du hast nicht wirklich deine Finger jetzt an der neuen Bettwäsche sauber gemacht. Ob ich das heute oder morgen mache? Freunde, ich raste aus. Ernsthaft geht's? Was denn? Hast du es wirklich gemacht? Hallo, wie soll ich das dann spielen? Dann! Ja, Mann! Du gehst mir auf den Sack! Du gehst mir auf den Sack. Tschüss! Und bitte vertauscht. Ohne Bettwäsche. Mhm. Irgendwie wollte ich zu nerven heute. Ich weiß nicht warum. Kriegt er alles zurück. Freunde, und da ich heute. Och Mann, Daniel! Lass es doch jetzt mal! Ich schmecke in die Nasen. Ja, dann schmeißt du weg. Nein, nicht auf meine Bettseite. Gib mir jetzt einen Kuss und sei wieder lieb. Nein. Du darfst mich jetzt küssen. Du kommst hier hin und küsst mich jetzt. Wir treffen uns auf der Hälfte. Nein. Komm hier hin. Ja, gut, tschüss. Auf der Hälfte treffen wir uns. Komm. Haha, du bist 60%, ich war nur 40%. Daniel, jetzt halt zu machen. Das heißt, ich habe die Hosen bei uns an. So, Freunde, ihr habt es gehört. Ich bin seit 4:30 wach und ich bin wirklich... platt. Und auch wenn es mega früh ist, ich möchte einfach nur noch schlafen. Wir haben gleich 7 Uhr, ich komme nicht drauf klar. Ich werde jetzt noch ein paar Kommentare beantworten unter dem Video, welches heute online gegangen ist. Und wenn ihr wollt, dass ich gegebenenfalls eure Kommentare beantworte unten in den Kommentaren, dann müsst ihr auf jeden Fall dieses Video ganz, ganz fleißig kommentieren. Und ebenso natürlich für den nächsten Dynamite des Tages. Ach ja, Leute, ich will einfach nur ins Bett. Dynamite des Tages gibt es morgen, okay? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Ebenso würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet und die Glocke aktiviert. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. So, jetzt sag was. Danach ist aber Schluss. Ich muss ja echt sagen. It's time for dreaming of snow and
box is covered with bones. In our hearts, somehow, the spirit just grows. It's time for dreaming of snow.